Ortszeit 16 Uhr, leise rieselt der Schnee, der Wind bläst dazu, Dr. Walter Hofer, der Reesdirektor. Man ist Kummer gewöhnt in Ruka, Kuusamo, ne? Ist ja nichts Neues. Ja, wir sind in Kuusamo, also müssen wir auch Kuusamo-Wetter erwarten. Also das haben wir. Jetzt mal zur Sache, unsere Zuschauer sind absolut neugierig und die Qualifikation von Kuusamo ist natürlich für Eurosport ein ganz wichtiges Programm. Also, wie sind die Aussichten? Ich meine, ich könnte selber sagen, rosig sind sie nicht, aber vielleicht ist der Race-Direktor ein bisschen optimistischer. Bin ich auch tatsächlich. Zuerst bin ich einmal froh, dass wir unseren Athleten einmal zwei Trainingssprünge anbieten konnten. Hätte sich vom gestrigen Wetterbericht aus nicht abgezeichnet. Und jetzt haben wir die nächste Stufe vor, nämlich dass wir tatsächlich schauen, ob der Wetterbericht für die kommenden Stunden eintrifft. Das würde bedeuten, dass der Wind ein bisschen nach hinten dreht. Da sind wir etwas mehr geschützt. Und für den Schneefall haben wir uns jetzt vorbereitet mit den Reinigern in der Spur. Das werden wir auf jeden Fall einmal probieren in einem Probedurchgang um 6 Uhr. Und dann werden wir abschätzen, ob wir um 7 mit der Quali beginnen. Walter hat ja eigentlich mehrere Berufe. Einer davon ist Optimist. Also abgesehen von Kuusamo, werden wir mal schon eine Woche weiterschauen, 14 Tage weiterschauen. Wir müssen noch nicht panisch sein, nein? Gerade vor 5 Minuten bekam ich die Bestätigung von Lillehammer, von unserem Schneekontrolleur. Also Lillehammer ist gesichert. Prima. Für beide Schanzenanlagen, die Normalschanze und die Großschanze, ist Schnee genug vorhanden. Super. Auf der Normalschanze springt man schon. Also da haben wir heute die Bestätigung bekommen. So, und Harachov? Harachov hatten wir schon geringe Zeiträume, wo wir Schnee machen konnten. Da liegt Schnee im Auslauf. Genügt noch nicht, aber da haben wir noch ein bisschen Spielraum und da müssen wir noch ein bisschen auf das Wetter, auf die äußeren Bedingungen hoffen. Da sind wir noch nicht ganz durch. Gut. Walter, wenn wir zusammenfegen, wird es sauberer auf gute Partnerschaft zwischen der FIS und Eurosport. Wir werden das Kind schon schaukeln. Alles Gute.